Ansgar ist hungrig, es gibt genug Nahrung noch im Hauptlager. Jo, okay. Gut. Das heißt, unsere ersten freundlichen Mayas haben wir schon mal gefunden. Der hier kann nichts anbauen in seinem Bauernhaus, nur der andere Farmer, aber der wird wahrscheinlich schon voll sein. Ja, es wäre gut, wenn Ansgar dann irgendwann anfangen würde zu jagen. Kreise erstmal unten rum. Wir decken währenddessen hier den Dschungel auf. Da ist wieder so ein blöder Maya-Götze. Mir fällt gerade auf, wir haben noch nie ein lächelndes Maya-Gesicht in der Diplomatie gesehen. So, was wir auch gleich bräuchten, wäre eine Töpferei. Hier und noch ein Zweifamilienhaus gleich neben der Töpferei. Ja, so. Jo, Asa kocht mal. Das heißt also, erstmal kriegt sie was zu essen, weil sie ist auch schon ziemlich unten. Nee, ich warte, bis ich die Bäckerei bauen kann. Nicht, dass ich mir den Platz für die Bäckerei zubaue. Ja, will. Hey, Fischer. Ja, ich bin auch froh, wenn der Jäger endlich ein Jagdmeister ist. Ah, wo ist er denn jetzt? Ach, da ist mein Kundschafter. Gut. Mein Soldat ist hier.
Gehen wir jetzt einfach mal den See ab und speichern zwischendurch mal wieder. Ja. Gut. Ja. Prost out. Also ja, hier gibt es viel Eisenerz. Was wollen Sie nochmal für Eisenrüstungen? Schuhe, okay. Ja. Und endlich haben wir den Jäger. Gut. Töpferei ist fertig. Das heißt, du töpferst jetzt erstmal, weil Lehmklumpen haben wir noch mehr als genug. Wir brauchen jetzt dringend Geschirr, um unsere Produktivität ein bisschen anzukurbeln. In einem trockenen Wüstengebiet, wo nichts wuchs außer Kakteen, begegneten wir dem Windländerstamm der Wolkenaugen. Sie sahen verschreckt und abgerissen aus und mochten uns kaum eine Hilfe sein, doch sie empfingen uns freundlich. Vielleicht konnte man mit ihnen ja Handel treiben. Mhm. 30 Bögen für Büffelherz, okay. Rentiert sich das? Wolle gegen Bögen tauschen. Ja, Stein gegen Leder tauschen. Ja. Also ja, das wird wieder eine lange Mission werden, das kann ich jetzt schon sagen. Nicht nur, dass wir noch viel Erkundungsarbeit vor uns haben. Ja, zwei Familienhaus für den Töpfer und den Holzfäller sind fertig. Ja, es ist halt auch wieder damit zu rechnen, dass die Mayas Meisterkrieger haben. Und im Gegensatz zu dem kleinen Banditenlager, was ich in der letzten Mission ausgenommen habe, kann es sein, dass wir hier gegen ganze Armeen antreten müssen. Oh, hier wäre Gold. Gar nicht mal so weit weg von unserer Heimat. Jo. Ist nur die Frage, wie viel Gold. Jo. Hier wären noch jede Menge Steine. Ja. Also hier wäre Gold und Eisen. Ja. Nur will.
Und Lehm wäre hier zur Not auch noch mehr. Ja gut, weil das, der Lehm wird uns nicht auf lange Sicht reichen werden. So, gleich können wir unsere Bäckerei errichten. Du kannst schon mal ein Kind kriegen. Und wir haben den Müller. Also Bäckerei. Und zwei Familienhaus. Ach hier. Gut. Ja. Jo. Da will. Oh ja, hier wäre noch schön, schön viel Gold. Sehr viel Gold. Okay, hier ist was zu essen für dich. Also ich denke, so großes Nahrungsproblem werden wir gerade nicht haben. Na gut, der Fischer wird sehr schnell keine Fische mehr haben. Es sind nämlich nicht so viele in dem kleinen See. Dafür haben wir jetzt endlich mal Geschirr. So, du. Schreinerst mir jetzt mal ein paar Werkzeuge, dass wir das auch mal langsam ins Laufen kriegen. Jawohl. So, Bäckerei ist fertig, das heißt, du kannst schon mal da einziehen und du wirst jetzt unser Bäcker. Und wenn Roald erwachsen ist, wird er unser Träger für den Bäcker. Und dann haben wir endlich unsere Nahrungsversorgung und können Geschwindigkeitsboost einschalten.